So, hallo, da sind wir wieder bei Fable Anniversary und ich habe jetzt mal nachgeschaut, in welchen Orten man überall Bücher finden kann und natürlich hier in Nordbowerstone, ich Idiot, da habe ich noch nicht in die Häuser geguckt, ne? Es ist total bescheuert. Ich habe an alles gedacht, nur nicht an hier. Ne? Viel Spaß noch, ja? Jetzt hoffe ich halt, dass ich hier wirklich ein Buch finde. Ach, guck mal, hier ist sogar noch eine Kiste. Ganz nice, wenn ihr gehen würdet, damit ich klauen kann. Arschgesicht, was? Okay, das war ein Buch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es das richtige Buch war. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aus dem Weg, Lady. Oh, nochmals hallo. Arschgesicht, was? War hier noch ein Haus? Das ist da unten da. Ne? Da kommt man auch noch rein. Ich gucke jetzt, wenn ich jetzt eh hier bin. Sonst nimmt er vielleicht ein Buch nicht. So wie das Zauberbuch. Ach, Verzeihung, es ist früh morgens, spät in der Nacht, wie man es sehen will. Hm. Deswegen die Gähnerei. Mhm. Könnt ihr bitte das Haus verlassen? Hallo. Seid gegrüßt, mein Freund. Shit, Mann. Hallo. Jetzt kommt da noch eine. Geht mal raus aus dem Haus. Hier. Stopp! Na, shit. Wachen. Ja, wachen. Bitte. Stopp! Das ist illegal! Ja, ja, ich bezahle. Hier, nimm. Take it! Okay, jetzt gehen wir zum Lehrer. Herr und Meister! So, ich hoffe, aus tiefstem Herzen, dass wir jetzt ein letztes Buch abgeben können und der Lehrer mir einen Silberschlüssel übergibt. Das hoffe ich sehr. Das wäre wunder, wunder. Hübsch wäre das.
Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Na, ich nehme noch das Geld mit. Wenn ich eh hier bin. Ihr heute Bücher für uns? Ich hoffe es. Die Tragödie des Schneiders wäre perfekt für unsere freiwillige Theatergruppe. Dann nimm es. Ach, es ist erhebend, wenn ein Held so sehr an Bildung interessiert ist. Ja, das ist schön. Gib mir den Schlüssel. Welch seltsam Land ist, wohin der Wind meinen Körper gebracht, der Himmel es sein muss. Und ich bin wohl tot, denn ich sah das Schiff sinken geschwind. Und von den Wellen spürte ich des Todes fauligen Kuss. Doch still jetzt, wer kommt hier? Wahrlich, das Auge täuscht, zu sehen, ich dacht. Ein seltsam Ding schleicht beim Wrack am Ufer wie ein Tier. Nun weiß, ich hab mit dem Tod angebandelt, da in diesem Land kein Engel wandelt. Das heißt Engel, Billy, nicht Egel. Bevor ihr geht, hurra! Möchte ich euch etwas zeigen. Bei einer unserer Exkursionen entfernte sich der kleine Billy wie immer vom Weg und fand dies. Ah, 30 Schlüssel. Er versuchte es zu verstecken, wie ihr euch denken könnt. Bestimmt habt ihr Verwendung dafür. Natürlich. Jetzt weiß ich nicht, will der jetzt mir nochmal was wegen dieser Puppen sagen? Ich kann ihn gar nicht mehr ansprechen. Wir sind euch ja so dankbar. Ihr wart überaus großzügig. Okay, er sagt nichts wegen der Puppen. Na gut. Okay, dann gehen wir jetzt zu Lost Bay. Lost Bay. Okay. Haben wir da überhaupt ein Ding? Vergessene Bucht. Also. Lost Bay. Du, 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 du. Okay. Das müsste auch die letzte Silberkiste sein, die wir jetzt aufmachen können. Müsste es eigentlich, theoretisch, wenn ich nichts vergessen habe. Okay, die war am Meer, ne? Ich muss runter zu's. Oder? War die hier? Ich glaube, die war hier unten. Da hinten war die, ne? Ich glaube schon. Eine 30er Silberkiste für 30 Silberschlüssel. Ja, die war da. Der Rächer. Okay. Und ein Diamond. Und ein Smaragd. Gagat. Rubin. Saphir. Amethyst. Oh, hier hagelt's ja von Edelsteinen. Sehr gut. Okay. Das war die letzte Kiste. Gibt's dafür keinen Erfolg? Ich guck nochmal. Auf mein Listchen. Nicht, dass ich doch einer vergessen habe. Nö, jetzt habe ich alles abgehakt. Okay, gut. Dann können wir zu dem Dämonentor, würde ich sagen. In, wo war das? Snowspire? Hier? War es hier? Oder war das vielleicht sogar hier? Nee. Ah, nee, das war ein Nekropolis, ne? Ja, okay. Gibt's da? Ja, gut, dann kann ich von hier aus aber laufen, oder? Das ist doch einfacher. Ja, okay. Gut.
Dann gehen wir von hier aus. War hier noch was zum Graben? Nee. Nix graben. Gut. Okay, Leute. Das letzte Dämonentor wartet. Und dann können wir die Story weitermachen. Denn ich glaube, so großartig kann ich jetzt hier auch nichts mehr machen. Es sei denn, ich sammle noch die Heldenpuppen und all dieses Kleinsgraben. Es gibt auch noch weitere Waffen, die versteckt sind. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Es ist wirklich nur zum Erfolge machen und ich will mit euch hier keine Erfolge machen. Ich will mit euch das Spiel durchspielen und deswegen werden wir nach dieser Dämonentür die Story wohl vollenden. Hoffe ich. Okay, der will also die ganzen Silberschlüssel von mir haben, ne? Ich hoffe, dafür gibt's auch was richtig Gutes. Nicht nur ein Elixier oder so ein Scheiß. Ich wollte nie eine Dämonentür sein. Dieses ständige Rumhängen und die Rätsel, das ist kein Leben. Nicht? Warum nicht? Wär ich doch nur als Silberschlüsseltruhe geboren. Ich liebe diese kleinen Silberschlüssel, so glänzend, so silbern. Wie wäre das denn jetzt, wenn ich nur einen hätte, würde er dann auch das Tor aufmachen? Ich würde alles dafür tun, ein Paar zu besitzen. Gebt ihr mir eure Bitte, ich lasse euch dann auch durch und so. Okay, hier nimm. Ja, ja, sehr gut. Gebt eure Schlüssel her. Ja, bitte, nimm es. Ja, ja, ich bin sicher. Zauberhafte Silberschlüssel. Komm zu Daddy. Danke sehr. Ihr dürft durch. Okay. Sehr schön. Vielleicht kann man ja auch noch was graben. Aber einen Silberschlüssel gibt es dann wohl nimmer.
Die habe ich ja alle. Der Berauber. Info. Macht auch weniger Schaden als jetzt mein Schwert. Aber sehen ganz nice aus, die Waffen. Okay, der Berauber. Sonst gibt's hier nichts, ne? Okay. Okay, dann können wir jetzt nach Snowspire, ne? Ja. Gut. Sehr, sehr gut. Da das gerade hier um die Ecke ist, mache ich keine Schnellreise. Eigentlich könnten wir auch Schnellreise machen. Eigentlich ist es scheißegal, weil da kommt ja eh in jedem Gebiet ein neues Ding. Ein neuer Ladebildschirm. Ja, komm, ich mach Ding. Schnellreise. Scheiß drauf. So hätten wir noch zwei Ladebildschirme gehabt. Jetzt haben wir nur noch einen. Die sind halt schon lange, die Ladebildschirme, ne? Und bei jeder Gelegenheit ist einer. Das ist halt ein bisschen nervig. Einen sicheren Aufenthalt. Dankeschön. Ich danke recht herzlich, dass Sie so aufmerksam sind, Herr Wächter. Okay. Ich gehe mal kurz in mein Häuschen, das vermietet ist. Sammle mal kurz die Kohle ein. Okay, Schnitter, dann zeig mir mal, was hier abgeht. Ihr habt die Glyphen entdeckt. Sehr gut. Es ist Zeit, das Orakel aus seinem Todesschlummer zu erwecken. Oh, großes Orakel, gewähr uns deine Weisheit. Welches Böse erhebt sich in diesem Land? Die Prophezeiung ist erfüllt. Das Gildenmitglied ist hier. Ihr folgt den Fußstapfen dessen, der die Maske trug, die ihr nun habt. Messer Jack hat die schlafende Kraft der Herbeirufer geweckt. Hinter dem Bronzetor speiste er seine neue Hülle mit dem Blut eurer Familie. Aber jetzt habt ihr seine Seelenmaske. Ihr müsst damit Archons Schrein speisen und das Tor öffnen. Geht jetzt. Stellt euch eurem Schicksal. Jack hat dem Tod also wieder ein Schnippchen geschlagen. Er ist wirklich einzigartig. Ich beneide euch nicht. Das Bronzetor ist schon lange ein Symbol des Verderbens. Kehrt zur Dornenrose beim Schrein zurück. Vielleicht weiß sie, wie Jacks Seelenmaske verwendet wird. Ich muss zur Gilde. Das Schicksal sei euch gnädig. Um mit dem Orakel zu interagieren, benutzt eines der vier Glyphenausdrucksmittel in der Mitte des Podiums. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Okay, was für einen Ausdruck brauchen wir denn da? Die hier, ne? Okay, das hat nichts gebracht. Da oben vielleicht benutzen? Ich mach's jetzt einfach mal, dass ich's gemacht habe. Mal gucken, was passiert. Wer bist denn du, Lady? Habt ihr das gehört?
Das Orakel ist erwacht. Ich wusste, es war keine Legende. Ich wünschte nur, ich wüsste die für seine Befragung nötigen Ausdrucksmittel. Wartet mal, seid ihr nicht der, der die Glyphen fand? Worauf wartet ihr denn noch? Verwendet eure Ausdrucksmittel und befragt es. Ja, I tried. Man kann viel vom Orakel lernen. Es weiß einfach alles. Etwas erzählte, zum Beispiel von Theresa. Nachdem Theresa aus der Schicksalskammer kam, floh sie in die Berge und erklomm ganz allein ihre Gipfel. Dort wurde sie von Palgan aufgenommen, einem alten Willenskraftanwender aus den Ländern im Osten. Palgan hatte in der dünnen Luft nahe den Wolken meditiert, bot ihr jedoch an, sie bei seiner Rückkehr in die Heimat mitzunehmen. Eines Nachts erwachte Theresa, als er ein Ritual über ihr durchführte, um ihre prophetischen Kräfte zu stehlen. Sie tötete ihn und benutzte das Amulett, das ihn um den halben Erdball getragen hatte. Jetzt lebt sie im Osten und wird nur selten in Albträumen von ihrer Vergangenheit heimgesucht. Okay, da erfährt man ein bisschen was noch über die Nebengeschichte. Finde ich gut. Deswegen machen wir mal nochmal das andere Zeichen. Das Zeichen von Calran. Ihr sucht die Geschichten von Bestien und Monstern. Ich weiß einige interessante Dinge über Balverine. Der erste Balverin wurde durch den Biss einer noch schrecklicheren Kreatur geboren, dem Balvorn, der auf dieser Welt lebte, als Götter und Dämonen noch regierten. Als dann Menschen unter ihnen weilten, fraßen die Balvorn das Fleisch von tausenden Menschen gleichzeitig. Nur einmal überlebte ein Mensch einen solchen Angriff. Er wurde zum ersten Balverin und sein Fluch hat bis heute überdauert. Zeichen von Morrigg. Ich werde euch die Legenden dieser Welt offenbaren. Ich werde euch etwas erzählen von Dämonentüren. Das Leben eines Steins, dem Bewusstsein eingehaucht wurde, ist niemals einfach. Aber wir alle dienen einem Zweck, für den wir geschaffen wurden. Mein Zweck ist, Geschichten zu sammeln, alte Geheimnisse der Vergangenheit zu hüten und von schrecklichen künftigen Ereignissen zu künden. Der Dämonentüren ist der Schutz des Reichtums, der hinter ihnen liegt, und die Erfindung von Spielen und Rätseln, um die zu prüfen, die ihn suchen. Das Zeichen von Avisto. Ihr sollt von der Geschichte des Landes hören. Vielleicht würdet ihr gerne die Geschichte hören von der Arkon. Heutzutage weiß man nur noch wenig über das alte Reich. Arkon ist ein Name, der viele Generationen überdauerte. Eine Linie mächtiger Könige, vereint durch eine einzigartige Blutlinie. Und durch den Besitz des Schwertes der Ewigkeit. Als Jack es fand, war es nur noch ein Abglanz der Waffe, die es einst war. Und der Name Arkon hat sich so weit von der Realität dieser Könige gelöst, dass er für die heutigen Menschen bedeutungsleer geworden ist. Aber der erste Arkon wirft noch immer seinen Schatten auf diese Welt.
eine Welt, die nicht existieren würde, hätte er sie nicht den Göttern entrissen, die sie vor dem Zeitalter der Menschen besaßen. Okay, das war die kleine Geschichtsstunde. Wo müssen wir denn eigentlich denn jetzt hin? Müssen wir wieder nach Necropolis oder... Ich guck mal auf die Quest. Ach, hier muss ich hin, zu diesem Schrein. Okay. Ach, trefft euch mit Dornrose. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier noch einen Cut und da sehen wir mal im nächsten Part. Vielleicht werden wir im nächsten Part fertig. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt langsam dem Ende zugeht. Also, bis zum nächsten Part von Fable Anniversary. Also, bis dahin. Bye-bye.